Ja, zum 25. Geburtstag haben wir unserer Touristinformation am Hauptbahnhof ein ganz neues Aussehen, ein ganz neues Innenleben und eine ganz neue Ausstattung geschenkt. Wir haben komplett renoviert, wir sind digitaler geworden. Es gibt demnächst hier eine digitale Informationswand. Es gibt schon jetzt die Möglichkeit, auch an der Kasse alle Sitzpläne von Veranstaltungsräumen oder die Wege zu Veranstaltungsorten auf Displays zu bringen. WLAN gehört natürlich dazu, die Möglichkeit, sein Handy hier aufzuladen. Wir sind demnächst auch 24/7 durch neue Angebote digital in den Schaufenstern und eine Infosäule hier auf dem digitalen Weg viel besser ausgestattet, als wir das bisher waren. Also auf der Höhe der Zeit, so wie die Touristinfo im Zentrum das auch ist. Vor 25 Jahren hat sich Oberhausen auf den Weg gemacht, Ziel des Städtetourismus zu werden. Damals haben vielleicht nicht alle Oberhausenerinnen und Oberhausener daran geglaubt. Heute dürfen wir feststellen, das hat funktioniert. Wir hatten im Jahr vor Corona über 500.000 Übernachtungen. Der Städtetourismus, der Tourismus insgesamt, ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. 10% der Wirtschaftsleistung unserer Stadt kommen aus dem Bereich. Insofern Grund zum Feiern und Grund zur Freude.